So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch jetzt noch ein wenig mit. Ich war heute den ganzen Tag beschäftigt. Ihr glaubt es mir nicht. Ich habe den ganzen Tag einfach mal Haushalt gemacht, aufgeräumt, geputzt. Ich habe meinen Balkon sauber gemacht. Jetzt waren wir mit den Kindern duschen. Jetzt sind die Kinder noch mal ein bisschen rausgegangen. Ich habe es mir jetzt hier chillig, gemütlich gemacht. Und überlege, was wir gleich essen könnten. Ich habe mir jetzt ein bisschen YouTube angemacht. Ich bin so platt. Aber ich habe euch eigentlich versprochen, dass ich euch mitnehme. Das Problem ist, ich wollte euch auch mitnehmen, wie ich hier aufräume und alles mache. Aber ich habe wieder die Kamera nicht aufgeladen. Ihr kennt mich ja immer verpeilt in solchen Sachen. Aber das wäre mir auch viel zu stressig, alles zu filmen, weil ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal komplett schnell, damit ich endlich fertig werde. Genau, ich mache mir jetzt noch ganz schnell einen Kaffee. Bald rufe ich die Kinder auch nach Hause rein. Ja, und sonst mal gucken, wie ich schaffe, heute zu filmen. Wenn es heute auch zu kurz wird, dann nehme ich euch morgen noch ein bisschen mit, damit ihr halt ein längeres Video von mir bekommt. Aber ich dachte, ich fange schon mal an zu filmen, weil ich bin halt immer so... Ja, ihr kennt es ja. Ich sage, ich filme und dann vergesse ich das oder ich habe keinen Bock oder ich bin beschäftigt oder mein Partner ist da, wie auch immer. Deswegen... Ja, jetzt habe ich gerade Zeit und dachte mir, los, mach die Kamera an. Ich habe sie jetzt ein bisschen aufgeladen. Ja, wie gesagt, ich mache mir jetzt ganz schnell einen Kaffee und wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Ja, bei mir ist es wieder mal richtig dunkel, aber kennt ihr schon mittlerweile bei mir. Ich mag das halt irgendwie so. Heute hat es auch voll geregnet, ekelhaftes Wetter. Ekelhaftes Wetter. Ja. Ich hatte heute schon einen Kaffee, aber ich trinke ja nur Milchkaffee. Habe ich Bock auf noch eins. Dachte ich mir, quatsche ich euch heute ein wenig voll. Weil ich habe jetzt gerade eh Langeweile. Das Licht hier. Kann ich euch irgendwo abstellen? So geht's, glaube ich. Wasser aufkochen. Ich muss die Tage unbedingt einkaufen. Ich habe fast gar nichts mehr da. Richtig schlimm. Ich frage einfach meinen Partner, ob er ein paar Kleinigkeiten holen kann, was wir gleich zum Mittagessen kochen können. Weil ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade die Tür zum. Oh, ich habe einen Schaden. Ja, weil ich echt nicht weiß, was ich kochen soll, weil wir wirklich fast gar nichts mehr da haben. Deswegen frage ich ihn einfach, ob er gleich was kaufen kann, wenn er zu uns kommt. Genau. Du hast schon gegessen. Oreo? Oreo? Nee. Nein. Der hat schon gegessen. Was soll das? Nein. Nein. Ja, und hier ist ja noch mein Wärmekissen. Ich dachte, ich mache mir gleich mein Wärmekissen schön warm und lege mich aufs Sofa und genieße meinen Kaffee und gucke ein bisschen YouTube. Weg vom Tisch, Oreo. Psch. Weil ich habe richtige Nackenschmerzen, ne? Ich habe immer Probleme bei den Nacken hier. Oh, ich kann auch nicht mehr so nach unten gucken. Das ist richtig, richtig schlimm. Deswegen chill ich mich gleich erstmal ein bisschen hin. Mal gucken, was ich heute so zusammenbekomme. Wenn die Kinder kommen, kann ich ja noch ein wenig filmen. Ja. Ich hätte irgendwie voll Bock zu filmen, aber ich weiß halt nicht was. Also wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt oder so, lasst es mich wissen. Weil ich habe zurzeit echt keinen Plan, worauf ihr so Bock habt. Mal schauen. Ich trinke mal mit voll viel Milch meinen Kaffee. Ich liebe es. Ich habe mir jetzt erstmal einen Apfel geschnappt, den habe ich schon von Hunger. Ich mache jetzt einfach aus den Resten, was ich da habe, was zum Essen. Ich überlege, ob ich Reis mache oder Spaghetti. Spaghetti hat mir eigentlich gegessen. Ich glaube, ich mache diesmal Reis. Ich habe leider nichts an Fleisch da. Außer Würstchen, aber ich dachte, ich mache einfach Paprika, Karotte mit Zwiebel alles an. Sorry, weil ich so, ne? Brate ich alles so an. Mache da so raus eine Soße. Und esse das einfach mit Reis. Und vielleicht ein bisschen Würstchen dazu.
Wie gesagt, ich muss einkaufen. Ich habe langsam schon Hunger. Genau. Also mache ich das erstmal. So, ich würfel jetzt einfach was zusammen. Das ist jetzt Paprika, Karotte und Zwiebel. Zwiebel werde ich anbraten mit Knoblauch. Ein bisschen mit Maggi und Creme Fraiche. Hier habe ich jetzt so Schweinebäckchen gefunden. Und sowas hier. Keine Ahnung, ich esse eigentlich gar nicht so gerne Schweinefleisch, kaufe ich auch gar nicht mehr. Hat mir meine Mutter einmal gegeben. Habe ich jetzt noch gefunden, dachte ich, mache ich das jetzt einfach. Können ja die Kinder essen. Ich esse nicht so Schweinefleisch. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was draus wird. Ne? Leider habe ich nicht viel da. Jetzt habe ich noch schön Knoblauch mit reingemacht. Ich muss sagen, es riecht voll lecker. Wie gesagt, dieses Magifix, Salz. Creme Fraiche, bisschen Wasser, Paprika, Zwiebel, Knoblauch. Ja. Das mache ich auch auf dem Reis drauf. Und ich habe noch so eine leckere Cocktaildose, aber ich glaube, das reicht eigentlich so. Oder vielleicht mache ich noch ein bisschen Schaf mit rein. So, ich habe jetzt eine Vitamin B12 Kapsel genommen und jetzt nehme ich noch so eine Eisen. Habe ich voll lange schon nicht mehr genommen. Langsam wird es Zeit. So sieht das Ganze aus. Hier ist Reis. Hier, wie gesagt, Paprika, Knoblauch, Karotte und so. Und hier sind halt diese Schweinebällchen oder wie das heißt. So eine Art Hackbraten. Fleisch werde ich jetzt, glaube ich, nicht essen, aber ich mache mir jetzt ein bisschen Reis rein mit diese Paprika. Gemüsepfanne, sag ich jetzt mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen drumherum Ketchup gemacht. Sieht doch eigentlich ganz lecker aus, oder? Fleisch fehlt jetzt zwar, aber man muss ja nicht immer Fleisch essen, ne? Genau. Kaffee nehme ich auch mit. Ab ins Wohnzimmer. Irgendwie habe ich jetzt gar nicht mehr so heftig Hunger. Kennt ihr das? Erst habt ihr richtig Hunger und dann seid ihr die ganze Zeit am Kochen und dann vergeht euch irgendwie der Hunger. Aber ich habe jetzt auch schon Apfel genascht, Karotten. Jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so heftig Hunger. Sieht auch so viel aus. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Naja, würde ich sagen, guten Hunger. Also ich muss sagen, Leute, es schmeckt übelst lecker. Wie gesagt, richtig einfach. Einfach Karotte angebraten mit Zwiebel, Paprika, Knoblauch, bisschen Magifix, Tomatenmark, Creme Fraiche mit Wasser vermengen, ein bisschen salzen. Das schmeckt richtig geil. Irgendwie spinnt mein Fernsehen, ist einfach ausgegangen oder so dunkel geworden. Irgendwas spinnt da gerade. Auf jeden Fall bin ich fertig mit dem Essen. Muss sagen, schmeckt eigentlich richtig, richtig gut. Ja, wenn man nicht viel zu Hause da hat, findet man schon irgendwas zusammen zum Essen, ne? Ich bin so satt, ich könnte jetzt schlafen. Ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal, solange die Kinder noch nicht da sind, mich aufs Sofa legen und ein wenig chillen. Weil ich kann mich nicht sofort bewegen, wenn ich so viel gegessen habe. Ich muss erstmal jetzt ein bisschen verdauen. Zu Hause habe ich hier schon alles aufgeräumt. Ja, trinke meinen Kaffee jetzt noch zu Ende. Genau, die Nacht habe ich auch voll schlecht geschlafen irgendwie. Voll unruhig. Ich war ja bei meiner Freundin bis, weiß gar nicht mehr, wie spät das war. Auf jeden Fall war ich gestern Abend noch ein bisschen bei ihr. Haben wir gechillt, auch zusammen gekocht, gegessen. Ja, ist ja meine Nachbarin. Genau, und dann konnte ich irgendwie zu Hause gar nicht mehr richtig so einschlafen. Bis ich dann weggenickt bin, bin ich immer voll oft wach geworden. Das ist richtig Katastrophe. Deswegen brauche ich jetzt ein bisschen meinen Relax, ein bisschen chillen. Ich hoffe, die Kinder kommen gleich, ansonsten muss ich mich gleich anziehen und die draußen suchen. Wie spät haben wir es jetzt überhaupt? Ja, wir haben es jetzt 16:30. Genau. Ich warte jetzt noch so eine Stunde bis 17:30, wenn die nicht kommen. Muss ich die suchen. Entweder sind die bei Mama oder hier vorne beim Fußballfeld oder bei meiner Schwester. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich euch erzählen kann. Vieles Neues gibt es eigentlich nicht. Alles beim Alten. Ja, ihr könnt mir, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Videos wünscht, weil ich glaube, solche Videos wie heute ist richtig langweilig für euch, wo ich nur quatsche.
Ja, aber manchmal sind die Tage halt so langweilig. Erstmal wollte ich euch heute so ein Schminkvideo machen, aber ich hatte dann keinen Bock mehr, weil ich klebe eigentlich nur meine Wimpern. Ich habe jetzt solche hier drauf. Die sind eigentlich in echt wirklich für meinen Fall sehr natürlich. Ich mag hier eigentlich so richtig extreme Wimpern. Und die sind halt richtig so, wie ich das euch zeigen soll. Die sind halt richtig so gebogen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, dachte ich vielleicht, dass ich die Tage euch mal ein paar Outfits zeige und so. Ich muss eh meinen Kleiderschrank außen müssen aufräumen. Genau das könnte ich auch mal machen, falls ihr Bock habt. Lasst es mich wissen. Vielleicht mache ich dann sowas mal. Demnächst kommt auch wieder ein Food Haul. Jetzt, wenn ich einkaufen fahre, Großeinkauf. Ja, da würde ich einfach sagen, melde ich mich ein bisschen später. Ich chill jetzt erstmal. So, ich dachte mir jetzt, bevor ich wieder nur rumliege, setze ich mich schon mal an den Computer, weil wir haben es jetzt schon kurz vor 5. Später haben wir es. Ja, 4:30. Bis ich das Video jetzt bearbeite. Meine Freundin hat mich jetzt gerufen zu sich. Ich habe auch gesagt, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr heute zu kommen. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt erstmal mit meinem Video. Und ja, wenn die Kinder kommen, filme ich vielleicht noch ein wenig. Dieses Auge, das tränen schon seit ungelogen 4 Tagen, das hört nicht auf. Genau, dass ihr heute wenigstens ein Video von mir online bekommt. Ja. Mal sehen, was heute noch passiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Ich glaube, die sind jetzt entweder bei Mama draußen oder bei meiner Schwester. Aber ich will das Video jetzt erstmal für euch schon ein bisschen bearbeiten, weil wenn ich mich jetzt hinlege, ich penne weg, glaube ich. Ich so müde bin. Sie tut das, was ich sage, Dame. Und sie bohrt doch mein Giovanna. Dass sie anderen einfach labern. Das, wie sie mich verführt. Ich werd so schwer dafür. Ja, sie macht mich verrückt. Der feiert das Lied auch zur Zeit. Das ist voll geil, irgendwie. So, ich habe jetzt mein Video bearbeitet. Die Kinder sind auch jetzt gerade zu Hause. Luis ist krank, der hat irgendwie keinen Hunger. Lian ist gerade am Essen. Ja. Luis geht's nicht so gut, ne, mein Schatz? Kumpel ist noch von denen da. Genau. Vielleicht wollen die wieder raus. Aber Luis soll sich ein bisschen aus. Ja, dann würde ich einfach sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Wir haben wenigstens diesmal 13 Minuten oder so zusammen. Wenigstens etwas. Ja, lasst mir mal Feedback da. Einen Daumen nach oben. Abonniert fleißig meinen Kanal, würde ich mich freuen. Und würde sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao.